So, hallo liebe Grillfreunde, herzlich willkommen zu Feuer Feuer und und Flamme Flamme mit Thorsten. und Diego. Heute mit der zweiten Folge von dem Sportfest in Bad Rotenfels. Lasst euch überraschen. So, liebe Grillfreunde. Nachdem wir nun unsere Chicken soweit fertig hatten und sie dann auch ja, schön geteilt haben, ausgegeben haben für die Zuschauer zum Probieren, haben wir danach natürlich auch danken unseren Uli entlassen. Ihr habt ja gesehen, er hat richtig Freude gehabt. Genau, und ja, ihm hat sehr viel Spaß gemacht. Der kocht auch privat, hat uns erzählt. Und ja, also ganz lieben Dank nochmal an den Uli an dieser Stelle. Und ja, dann haben wir weitergemacht mit unseren nächsten Aufgaben, und zwar unseren kalifornischen Burger mit Käsefüllung. Da haben wir dann als nächstes die Miriam, glaube ich. Genau, die Miriam war's. Ja, haben wir dann hochgeholt auf die Bühne, die uns dann da auch ein bisschen zur Hand gegangen ist. Und ja, was hat die Miriam noch gemeint zu ihrem Mann? Wie war denn das, Thorsten? Ja, also die Miriam hat sich dann im Anschluss, wo wir fertig waren, bedankt und hat dann zu ihrem Mann gesagt: Schau, jetzt weißt du, wie man richtig grillt, Burger. Und die war auch wirklich begeistert. Auch die Steffi hat richtig Spaß dran gehabt am Burger grillen, auch mit dem Hinweis, mit dem Tipp, ihr werdet es nachher sehen, mit der Reibe, der Knoblauchreibe. Das war also absolut für die Damen Neuland, und ihr werdet es sehen, dass es ein richtiger gelungener Auftritt war, was das Thema Burger angeht. Ihr seht aber auch, dass, wie gesagt, aus 3 Tage Programm 2 Tage Programm gemacht worden sind, so dass eben auch währenddem, dass wir gegrillt haben, ein Fußballturnier stattgefunden hat. Und dementsprechend sind halt die Geräuschkulisse außenrum etwas gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise nicht immer zu 100%. Genau, also einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn ihr das jetzt nachher anschaut und im Hintergrund dann halt ja, irgendwelche Durchsagen sind von dem Fußballturnier oder so. So war es halt. Dafür drehen wir im Nachgang extra nochmal alle Gerichte separat. Der kalifornische Burger haben wir schon, die Chicken bzw. die Spare Ribs mit dem Coleslaw, dem Homemade Coleslaw, die machen wir im Nachgang nochmal als separate Videos, dass da auf jeden Fall nichts verloren geht. Aber Diego, jetzt mal eine Frage an unsere Zuschauer, an unsere begeisterte Grill-Community. Hast du irgendwelche Pflegetipps, spezielle Tipps, was das Thema Reinigung vom Grill angeht? Also ich, oder ich denke, wir beide machen es eigentlich ähnlich, ne? Die ganze Geschichte. Also wenn wir fertig sind mit allem, dann ja, einfach mal wieder Vollgas geben und einfach den Grill, den Rost einmal abbürsten und richtig schön ausbrennen lassen. Ich denke, das ist so das ja, eigentlich das Beste, was man machen kann. Wenn man natürlich viel grillen tut, dann auch, sag ich mal, mit fettlastigeren Sachen, dann bieten sich natürlich auch die Grillmatten an, ne? Ja. Dass dann einfach nicht so viel heißes Fett nachher unten reingrillt, unten rein tropft, sondern auch auf die Abdeckung der Brennern und ja, in den Innenraum des Grills. Das seht ihr auch bei unserem Video nachher, dass eben wir diese Burger-Patties auf Grillmatten machen, einfach um diese Verschmutzungen unnötig zu vermeiden, aber auch das heruntertriefende Fett, was sich ja dann entzünden würde und da eine starke Rauchentwicklung geben würde, dass es einfach verhindert wird. Ja, wie gesagt, im Video haben wir dann weitergemacht mit unseren Vorbereitungen für unseren Burger. Und die Miriam ging uns da richtig gut zur Hand. Richtig. Und ja, man sieht jetzt nun auch, wir sind auch gefragt worden wegen den Grillmethoden, wo wir benutzen, sage ich mal. Ganz klar, nachher bei den Patties vom Burger werden natürlich dann direkt gegrillt. Und unser weiteres Gericht, die Spare Ribs, sind ja in unserem Dutch Oven
die tun wir dann indirekt drin. Genau, weil ja die beiden äußeren Brenner an sind und nicht direkt unter dem Dutch-Ofen die Grillflamme ist, spricht man vom indirekten Grillen. Aber ich denke, das redet da von allein. Aber Diego, jetzt noch eine Frage zum Abschluss, bevor wir die nächsten Videos anschauen oder die nächste Sequenz vom Video anschauen. Gibt es irgendwelche Grillprojekte oder Planungen von Videos, die wir unserer Community, unseren Zuschauern schon mal mitgeben können? Ja, also ich denke, ein paar Rezepte haben wir auf jeden Fall noch in der Hinterhand. Wir werden jetzt aber auch demnächst gezielt, sag ich mal, Freunde besuchen, die auch was Spezielles grillen. Zum einen sind wir demnächst bei einem Freund, der sich mal auf das Schaschlik eingeschossen hat. Werden wir mal zu Besuch sein, werden ihn dann auch ein bisschen mit der Kamera begleiten. Die ganzen Vorbereitungen, wenn er grillt. Ein anderes Projekt ist noch geplant, dass wir mit unseren Freunden von Karlsruhe, von Fächerbräu, dort auch mal gemeinsam den Pyramidenmarkt aufsuchen werden. Da mal schauen, was gibt es Gutes zu essen. Sich da auch einfach mal noch ein paar Inspirationen zu holen. Mhm. Und dann auch seinen eigenen Koch und Grill Zenit noch ein bisschen zu erweitern. Ja, richtig. Ich sag mal, das ist ja auch das Besondere. Es wird immer mal wieder gefragt, es gibt doch so viele YouTube-Channels, was das Thema Grillen angeht. Warum brauchen wir nochmal einen? Oder was ist bei euch besonders? Und ihr seht das selber. Ich glaube, wir sind einer der wenigen oder seltenen YouTube-Kanäle, wo zwei Personen gleichzeitig vor der Kamera sind, um eben Tipps mitzugeben, um euch zu zeigen, wie man eben einfach grillen kann. Und wir haben es ja schon mal gesagt, wir sind beide keine Köche. Wir machen das rein aus Hobby, Natur, aus Freude. Und deswegen kann auch nicht das ein oder andere zu 100% identisch sein mit einem, der es gelernt hat. Wir machen es nach gut denken und das Wichtige ist doch danach, dass es auch schmeckt. Und das weitere Besondere bei uns ist noch, dass eben Ideen, die wir auch als Rückmeldung bekommen, wir einfach in neue Rezepte, in neue Folgen mit einfließen lassen. So war zum Beispiel beim Ski-Ago-Konzert, wurde ich angesprochen, wo ein Fan von uns gesagt hat, hey Thorsten, mach bitte Rouladen mit einer selber gemachten geilen Soße. Haben wir uns nicht verwehrt und haben von Oma das Rezept dementsprechend für den Nachoofen verwendet. Aber auch weitere Gerichte, wie jetzt zum Beispiel, was auch noch ansteht, ein Sika-Hirsch. Was ja Besonderes ist, weil der Sika-Hirsch ja nur aus einer gewissen Region kommen darf und das Fleisch auch einen eigenen Geschmack hat, weil die Hirsche in der Region, wo der Sika-Hirsch herkommt, einen eigenen Geschmack hat durch die Nahrungsaufnahme der Tiere. Und so gab es noch weitere zahlreiche Gerichte, die einfach auf der Wunschliste standen, wo wir angesprochen worden sind, grill bitte das oder das. Und jetzt auch mit den Besuchen von unseren Freunden beim Sascha, wo wir eben den Schaschlik grillen, hat er gesagt, hey, darf ich euch mein Lieblingsrezept präsentieren? Und da gab es für uns keine Diskussion und wir haben sofort gesagt, okay, lass uns einen Termin ausmachen, wir kommen vorbei. Das Fleisch wird schön eingelegt, 24 Stunden gewartet und wir sind auf jeden Fall auch zum Probieren natürlich anwesend und machen das richtig, feiern das. Wenn auch ihr noch irgendwelche spezielle Gerichte habt, wo ihr sagt, hey, kommt doch vorbei, grillt mit mir zusammen oder lasst mir euch was Besonderes zeigen, einfach uns anschreiben, wir kommen gern vorbei, ist gar keine Diskussion. Genau, wir sind über jedes Feedback, über jede Anregung immer froh. Wie gesagt, die Kamera ist schnell eingepackt. Dann kann man richtig schön ein bisschen was drehen und ja, dann nachher zusammen gemütlich essen und noch was trinken. Richtig. So, jetzt hat soweit von uns. Jetzt trinken wir noch mal einen Schluck. Jawohl. Bevor wir dann zum letzten Sequenz reingehen, zum Wohl. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Besonderheit.
Ich glaube, ich habe noch keine Grillvideos gesehen, wo so genüsslich mengenmäßig Bier getrunken wird wie bei uns. Aber wie gesagt, es gibt drei Sachen, die man zum Grillen braucht: Zeit, gutes Material und Bier. Das haben wir alles. Genau. So, jetzt zu den letzten Schritten. Die Miriam hat dann das Fleisch und die gequälte Brötchenmasse zusammengeknetet und hat dann gleichmäßig, eigentlich waren geplant 8, es kamen dann 9 Burger Patties raus, hat das Ganze in 9 Teile aufgeteilt, in schöne Kugeln, das werdet ihr gleich sehen. Und im Anschluss haben wir eben Käsewürfel in den Teig reingesteckt, haben dann die Burger Patties zusammengeklappt und etwas zusammengedrückt, dass es eben in einer Patty-Form war. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ein richtiger Burger Patty besteht nur aus Rindfleisch und sonst und Gewürze und sonst nichts. Ich sage, Burger Patty ist das, was schmeckt, und ich habe dieses Rezept original aus Kalifornien mitgebracht und er schmeckt wirklich hammergeil. Nachdem dann die Burgers Patties soweit vorbereitet waren von uns, haben wir diese Burgers auf die Grillmatte, die auch noch mit etwas Sprühöl eingesprüht war, direkt von beiden Seiten schön gegrillt und haben das Ganze auch gar werden lassen und haben dann in dieser Zeit, wo die gar geworden sind, diese Burger Patties oder die Burger Brötchen schon mal vorbereitet. Da hatten wir dann auch eine selbstgemachte Burgersoße, die als erstes für den Deckel und für den Boden eben oder wir haben die Boden und den Deckel jeweils mit der Burgersoße eingestrichen. Kam noch etwas Salat drauf, weil was Gesundes muss ja auch mit drauf sein. Genau. Und ihr seht dann, wie man dann im Anschluss diese Burger Patties nochmal belegt hat mit Käse, dass eben auch wirklich der kalifornische Käsekern Burger seinen Namen verdient mit extra Käse. Deswegen kam nochmal Scheiblettenkäse drauf, der Deckel wieder zu, dass eben der Käse auch schön verlauft. Und ihr seht beim Anschneiden, die Miriam hat es richtig professionell gemacht, den aufgeschnittenen Burger in die Kamera zu heben. Lasst euch überraschen, euer Feuer und Flamme mit Thorsten. Und Jäger. Bis gleich. Dann geht's weiter mit unserem kalifornischen Burger mit Käsekern. Na, jetzt wird's interessant für mich. Genau. Jetzt können wir. Jetzt können wir wieder Unterstützung brauchen. Hier oben gibt es wieder einen Freiwilligen, der uns unterstützen möchte. Super. Gerne einmal hinten. Ja, ich würde es sehr schön. Großen Applaus hier für unsere Helferin, bitte. Jawohl, Applaus. Sag mir kurz, wie heißt du? Miriam. Miriam, und woher kommst du? Aus Eberstein-Beuth bei Baden-Baden. Eberstein-Beuth, das kennen wir doch. Und sag mal, bist du am Grill daheim auch tätig? Nee, ja, mein Mann. Okay, gut, dann zeigen wir ihm jetzt heute mal, wie es geht, gell? Alles klar. So. So, dann nimm dir gerne ein paar Einmal Handschuhe. Handschuhe, jawohl. So, und jetzt hat für diesen Burger, für diesen kalifornischen Burger mit Käsekern gibt es eine kleine Geschichte. Meine Frau und ich waren jetzt 3,5 Wochen in den USA im Urlaub und dieses Gericht haben wir dort aus den USA mitgebracht und wir haben es auch schon vorgestellt auf unserem YouTube-Kanal, das heißt dieses Gericht könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal schon anschauen, habt da schon die ganzen Unterlagen. Und natürlich
Jetzt gibt es Diskussionen, weil da jetzt so viel Zutaten, so viel Gewürze mit dabei sind, mit dem Rosmarin, mit dem Thymian, mit den Zwiebeln, mit dem Hackfleisch, mit dem Ei, was daran dazu kommt, ob das nicht eine Poulette ist, ob das nicht einfach. Aber nein, ich sage es euch einfach, das ist ein ganz normaler Burger. Natürlich muss man mal einen Schritt nach links oder rechts machen, weg von dem normalen. Ich weiß, ein Original-Burger besteht nur aus Rindfleisch. Das hier ist jetzt halt mal einen Schritt weitergegangen, um eben was Neues zu kreieren und zu haben. So, ich darf einmal kurz darauf aufmerksam machen, dass jetzt das 9-Meter-Turnier losgeht. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr so viel erklären, sondern einfach nur noch kochen und den praktisch wie alles weitere gemacht wird, was ihr jetzt nicht hören werdet, weil das 9-Meter-Turnier losgeht, könnt ihr dann natürlich ab dem 8.6. auf YouTube angucken. Da kommen dann die Geheimrezepte, probiert wird aber noch. Also wir kochen jetzt weiter und um circa, ich schätze mal in so einer viertelhalben Stunde gibt es die Burger und in ungefähr einer Stunde dann die Spare Ribs. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem 9-Meter-Turnier und ich gebe jetzt mal ab nach drüben. Ganz viel Spaß, bleibt uns aber gerne erhalten, wenn ihr noch was essen wollt. Also ich versuche halt, vielleicht ohne Mikrofon laut zu reden, vielleicht funktioniert es auch. Wir haben ja diese Brötchenmasse mit Milch, die aufgequollen ist und machen jetzt als erstes mal die Zwiebeln von eben hinzu. So. Dann nehme ich ein Ei. Ja, eins. Ich habe eins zur Reserve dabei gehabt. Dann kommt natürlich Gewürz, Salz. Jawohl. Pfeffer. Was denn? Zeigst du so. Jawohl. Paprika. Paprika kann nicht. Atmen nicht. Hallo? So, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserem närrischen 9-Meter-Turnier. Ich würde mal sagen, die Mannschaftsführer kommen mal kurz zur Turnierleitung, dass wir die Regeln durchsprechen. Und wir haben noch einen Junggesellen-Verabschiedung mit Marco and the Boys, Pink Panthers Ladies. Da haben wir extra Moderator. Wir fangen mit diesem Spiel nachher an, aber erst kommen die Mannschaftsführer kurz an den Turniertisch. Danke. Thank you.
Hühnchen durch Mischen gewürzen, machen Vorbilder ca. 8 Kühen. Ja, zeigt da mal eine Küche, wie groß das ist. Im Schnitt sind das 160 Gramm, bei 8 Kühen, was eine Küche hat an Gewicht. Meine Damen und Herren, ich gebe das Mikrofon weiter an die Junggesellenverabschiedung. Sie haben ja eigene Regeln. Sie werden bei uns noch so 10 Minuten in Gebrauch nehmen. Hier, bitte. Also, für das erste Spiel, bitte. Michael and the Boys against Pink Panda Ladies. Michael and the Boys, stellt den Torhüter. Michael Lauber, bitte, ins Tor. Aber einer kommt mal mit. Einzig nach einer Frau und sie. Fällt auch mal was runter? Oder? Nee. Aber es geht nicht. Was macht er jetzt gerade? Paddies oder? Das sind jetzt Burger Paddies. Für den kalifornischen Burger mit Käse. Aber das habt ihr doch schon gemacht, oder? Hab jawohl. Ja. Ja. Haben eure Videos geguckt? Richtig. So, jetzt sehen wir die neuen. Ich kann die mal aufmachen hier. Diese Käse. Marco? Ja? Perfekt. Ja. Ja, das sei hier. Käse nehmen. Den Burger. Dann die Käse in die Mitte. Reindrücken. Und dann Kimmel. Nein, das ist Seiten rein, dass der Käse dann wieder verschwindet. Und dann zum Geilste! Okay. Jedes Mädel, das gegen einen Treffer erlangt, muss Marco Laura einen kurzen bringen. Los geht's! Gott sei Dank. Weiter geht's. Edeli. Peter. Und die nächste? Lena Hartmann am Ball. Oh! Die nächste ist Sophia Ulrich. Au! Wir bitten bitte Kai Brüggemann und Oswald hierher oder Oswald bitte an den Ball. Oswald! Oswald! Birds, bitte an den Ball! Sehen wir die Burger so weit. Robert! Fertig, auch mit Käse. Hi! Jetzt können wir die Kühlmatte rausholen. Nein, nee. Ich kann die Handschuhe aus. Du kannst die Handschuhe aus. Markus Ballet, Landessieger, ey! Oh, ey! Ah, du! Und mache noch etwas Ölspray auf die. Ich bring dich um, mal. Achtung, Deckung, Robert! Ganz einfach.
Wahnsinn. Die Grillmatte mache ich deswegen, Gefühl. Dass es einfach sauber auf dem Grill ist. Mit dem Fett, mit dem Übergeschmack nochmal, dass es richtig angebraten wird. Na komm, einer muss jetzt mal treffen hier beim Junggesellen, bitte. Abi, komm! Ja? Nein, oh! Dann trinken wir noch ein kleiner Schluck. Abi, hab ich gesagt. Ey, Bert, bitte, komm! Au! Lian! Lecker! Und jetzt können wir die Burger. Nein, in die Löcher! Ihr müsst in die Löcher schießen, nicht ihn abschießen. Und der erste Treffer! Ein kurzer für Marco Lauber. Ja, du musst weiter nehmen. Bis der Schluss sagt. Letzter Schuss! Und jetzt kurz ein Kumpeln und dann geht das 9 Meter Schießen los. Aber die müssen wir nochmal in den letzten Stück. So, das war der Beginn und wir beginnen auch mit dem ersten Spiel, die EVR C-Jugend gegen FC Porto und Versand. EVR C-Jugend ins Tor. So, Mimi, du kannst aus dem Behälter schon mal die gelbe Tuberschicht rausholen, in den Löffel. Löffel brauchen wir keiner. Dann noch die Salatschüssel oder die Nudel-Gedöns. Nee, das was er dir hat. Ja,
So, fertig, ein Gewinner zieht auf, wir müssen Gas geben. Also, EVR C-Jugend gegen FC Porto und Versand. Beide Mannschaften bitte auf das Spielfeld. So, wenn die C-Jugend gerade spielt, dann machen wir mal einen kurzen Zwischenstep hier, was wir gemacht haben in der Zwischenzeit. Also die Miriam, die hat jetzt einmal die Gewürze, das Fleisch mit Salz, Pfeffer, Paprika, etwas Senf gewürzt und hat das Ganze dann durchmischt. Dann haben wir 9 Patties draus gemacht. Die Patties haben wir nochmal gefüllt mit Käse, damit es eben im Patty, im Fleischkern einen Käsekern gibt. Und jetzt haben wir hier auf einer Grillmatte, mit, wo wir besprüht haben mit etwas Butterschmalz, mit flüssigem, dass es richtig schön anbrotzelt. Und hier haben wir unsere Burger-Patties, die wir jetzt nacheinander richten. Wir haben einmal hier eine selbstgemachte Burgersoße. Und ich muss sagen, so Burgersoße braucht man nicht kaufen. Die gibt es viel, viel einfacher, schneller und geschmacklich besser zu Hause selber gemacht. Zu dieser Burgersoße ganz einfach mache ich als erstes mit 2 Eigelb, 250 ml Sonnenblumenöl, mache ich erstmal eine eigene Mayonnaise, mache noch ein bisschen Senf dazu für den Geschmack, Salz, Pfeffer als Würze, mache dann eben Zwiebel, 60 Gramm und 30 Gramm Gewürzgurken, die ich ganz klein püriere, hier zusammen und fertig ist meine Burgersoße, wenn ich noch 100 ml Ketchup dazu mache und da kommt keine Soße, die ich kaufe, an den Geschmack dran und wie gesagt, in 5 Minuten ist diese selbstgemachte Soße fertig. Gewann 5:2. Das zweite Spiel bestreiten der SC Freibier gegen Kuba auf die 1. SC Freibier geht ins Tor. Und die Scheibe Käse. Thank you.
wir drücken ein bisschen ans Tempo. So, das war der Ausgleich. Jede Mannschaft hat noch einen Schuss. Kuba geht in Führung. Und das war der Sieg der Kuba auf die 1. Das nächste Spiel bestreiten die Murchtal-Murmler und die Panthers. Super, und während die sich hier bereit machen, möchte ich noch mal kurz auf unsere Grillaktion. Die Burger sind gleich fertig, also wer einen halben Burger möchte, kann schon mal hier vorkommen. Murchtal-Murmler, bitte ins Tor. Dauert noch ein bisschen, aber... Ja, aber klein gehackt. Ja, alles gut. Weil das Vertrag daran so... Leicht angebraten, nicht verdaulich. Leicht angebraten, gut verdaulich. Aber ich... So. Die Murchtal-Murmler organisieren sich noch. Oh ja. Oh ja. Ich finde das mit dem Käsestück für die Woche. Wenn zwei Feier spielen. Auf die Stange! Ach so! Sag mal! Oh, den Käse und wieder auf den Schabrettenkäse und nochmal 2-3 Minuten verflüssigen lassen. Ja.
Macht dein Ding besser? Ja? Ja, tut weh, aber es geht. Also Kiefer ist gut. Ganz gut! Ja. Aber nur, also gerade so, die Pandas gewannen gegen den Turnierfavoriten mit 4-2. Jetzt fehlen die Unberechenbaren gegen die Gaggo Clowns. Die Unberechenbaren ins Tor. Das heißt, bis jetzt noch kein Fehlschuss. Die Burger können jetzt dann probiert werden. Wir starten. Wir haben jetzt die Burger-Patties, die Burgerbrötchen, einmal mit der selbstgemachten Burgersoße bestrichen, haben obendrauf etwas Salat gemacht für den guten Willen, dass wir was Gesundes haben. Dann kommt jetzt als nächstes der Burger-Patty obendrauf. Machen dann eine Tomate nochmal und einen Deckel, den wir auch nochmal bestrichen haben mit der Burgersoße. Dann machen wir schön halbe. Und ihr seht innen drin, wie der Käse zerlaufen ist. Und haben hier jetzt halt geschmacklich wirklich was gezaubert, was richtig Leckeres. Schon mal zwei. Für die Landesliga-Aufsteiger. Jeder noch ein Schuss. Landesliga. 4-3. Landesliga. Landesliga. So.5-3 für die Unberechenbaren. Das nächste Spiel, Marshmallows gegen FAR C-Jugend. So. Zehn auf. Wir machen hier weiter.
McDonald's. Und ihr seht vom Zeitaufwand her kein großes Hexenwerk, relativ schnell erledigt und auf jeden Fall nahrhaft und schmackhaft. Und keine Industrieware. Und wenn ich dann mal gut gelaunt bin, mache ich auch noch die Burger-Patties selber. Bitte schön. Und denkt bitte dran, ne, an alle, die jetzt hier lecker Burger genießen. Wir freuen uns wahnsinnig über eine kleine Spende hier vorne, weil die Jungs das von ihrem komplett eigenen Geld bezahlt haben. Also seid so lieb und werft da ein paar Euro rein, dass die wenigstens 0 auf 0 rausgehen, wenn sie schon ihre kostbare Zeit hier opfern und für euch grillen. Das wäre ganz lieb. Danke euch. Das nächste Spiel, FC Porto und Versand gegen FC Freibier. Weißt du, die ganzen Gewürze? Ja. Jetzt dauert es einen Moment. Aber die haben brav reingeworfen. Ich hoffe, da kommt was. Wunderbar. Die andere Oma von Bruno. Bin ich Steffi? Ja, ich habe gehört. Ja, dann macht sie doch einfach frei. Ich habe mich gewundert, was das für eine Sache ist. Der Julian Lübing, weil ich das meine, ja nicht richtig, aber dann kann ich nicht mehr sagen, dass ich das nicht. Das dauert noch eine halbe Stunde. Ah ja, dann machen wir die lange Stunde. Zwei. Zwei Stunden. Ja.
Spielstand 3:2 von den FC Porto und jeder noch zwei Schütze. War der Ausgleich? So, liebe Grillfreunde, die ersten zwei Gerichte sind fertig. Die Sparrowsburger, die brauchen noch ungefähr eine halbe Stunde. Wir waren der Zeit bis jetzt etwas voraus. Durch die gute Hilfe von euch haben wir da schneller vorangekommen wie geplant. Das heißt, wir lassen das Essen jetzt halt noch, die Sparrows, eine halbe Stunde schön garen, dass es auch fertig ist. Und dann machen wir eine halbe Stunde weiter. Bis dann, Dankeschön. So, Spielstand mit Porto oder Endstand 4:3. Das nächste Spiel ist Moltal-Sternchen gegen Moltal-Wurmler. Also die Moltal-Sternchen zuerst im Tor und die unberechenbaren schießen. Erste Freibier. Nächstes Spiel Gagoglons gegen die KSC Moltal-Sternchen. Ja, hallo Thorsten, ihr habt den nächsten zum Essen. Ja, kommt denn nachher alles. So, ihr Lieben, wir sind hier wieder auf der Bühne bereit für unser drittes Gericht.
Ich finde es toll, es gibt 3-4 Fans, die freuen sich sehr gut. Die haben alle Hunger, die Menge tobt. So, es gibt Spare Burger mit Coleslaw. Also dafür wird der Thorsten jetzt die Spare hier aus unserem Sud, den wir vorhin angesetzt haben, rausholen und vom Knochen abziehen. Und die kommen dann auf unser Burger Patty mit lecker Coleslaw. So, das wird jetzt alles hier rausgeholt. Also ich kann nur sagen, es sieht unfassbar gut aus. Ich möchte die Soße einfach nur trinken. Die Soße, die Flüssigkeit ist so, das war der Ausgleich. Die kann man noch für Reiskochen verwenden. Das gibt mit Abstand der geilste Reis, wenn ich da jetzt den losen Reis reinmache und dann den Reiskocher lasse. Also wenn ihr mal Reis kocht mit der Soße vom Sud von der Sparrowsburger, absoluter Hammer. Top-Tipp. Und ihr seht jetzt, oder ihr könnt es nicht sehen, aber ich mache das jetzt gerade für euch. Die Knochen lösen sich einfach so runter vom Fleisch. So zart ist das Ganze. Und jetzt machen wir mal alles Fleisch von den Knochen, lösen das alles und schreddern dann mit den Krallen, die ich da habe. Und bestücken dann die Burger. So, 2-2, jeder noch ein Schuss. Also ich kann bestätigen, die Rippchen so, das gehen steht ganz ohne weich. Letzter Schuss. Die Rippchen gehen ganz weit vom Knochen weg. Das duftet hier oben. So, das war unentschieden zwischen den Gagoglund und den Molkansternchen. Jetzt spielen die Unberechenbaren gegen die Molkanwurmler. Die ganze Zeit schon. Ist das euer Kessel? Ja, schmeiß rein. Danke. So, komm, das spielt sich immer noch schön durch. So, es regnet, macht uns gar nichts, weil die Rippchen sind fertig. Und die Entbrochenen stehen Also nochmal, die Rippchen werden vom Knochen entfernt, dann wird das Fleisch nochmal ein bisschen geschreddert. Dann kommt eine Barbecue-Soße, natürlich eine selber gemachte, ne, weil hier wird ja nichts gekauft. Kommt hier Barbecue-Soße drauf. Was ich hier sehe, dass auch diese Zwiebeln, die in dem Sud waren, zum Teil hier noch drin hängen, was ich halt ziemlich geil finde. Ich glaube, es schmeckt auch extrem gut. Und dann kommt noch der selber gemachte Coleslaw drauf. Also der besteht natürlich aus Karotten, aus Kraut und aus, ich würde sagen, einer schön deftigen Joghurt-Sahne-Dressing. Und da haut die Zelte weg. Ja, komm, ich hol die mal rein.
guck mal, wie es da mit der Ausrichtung ist. Ja, mit der das ist schon gewohnt seid bei Feuer und Flamme, schlechtes Wetter, Regen. Aber wir lassen uns nicht davon beirren. So, das war der Ehrentreffer zum 1:3. Jetzt schreddern wir das Fleisch nochmal, zerrupfen es, wie man gut freut. So, wir machen einfach mal weiter, wir werden nichts mehr. SC Freibier gegen Marshmallow. Ich hab das gehört, nichts mit dem Geschirr. So, kurzer Unterbruch. Becky, das war ja Präzisionsarbeit. Das ist Präzisionsarbeit, ja. Oh, jetzt sind die alle nass. Leider. Also wenn das Unwetter hier drüber zieht, wird hier das Fleisch geschreddert. Und immerhin eine gute Nachricht, es gibt gleich Burger. Ja. Hat der gesagt, nichts gut? Nichts gut, weißt du. Regen, heiß. Puh. So eine große Feuerball, Junge. So, und ihr seht, das ist richtig live hier. Die Umgebungsgeräusche sind vom Fest.
beim Showcooking normal. So, und der Coleslaw obendrauf mit dem typisch amerikanischen Geschmack. Und den Coleslaw macht man einen Tag früher, damit er eben im Kühlschrank über Nacht richtig durchziehen kann. So. Mario, der Burger wäre fertig. Der kriegt nichts. Was? Wie bringt ihm das? Du Ehreloser. Vier Stück. Scheiß auch Mario. Ich auch Mario. Mein zweiter Name ist Mario. Scheiß auch Mario. Mario, oder? Jawohl. Seid ein paar Leute, oder? Seid zwei. Das ist auch Paar, oder? Maiko? Scheiß Mario! Ich trage mir die Lauber. Schön. Komm grad hier rüber. Krieg ich bitte irgendwie auch eine? Vier Stücke. Gib mir mal die. Für jeden eins. Wenn du mal in die Küche von vorne und da holen wir jetzt nochmal ein Brötchen. Und dann über die rechte Fläche und Fleisch mit normalen Brötchen. Gibt es jetzt nicht Ärger, wenn ich das in die Küche bringe und jeder kriegt, da kriegt keiner. Nee, weil ich da was Kuchen und. Ja, alles klar. Bring ich dahin. So. Also, liebe Grillfreunde, ihr habt jetzt gesehen, unser Showcooking mit drei Gerichten. Und lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Bis dann. Danke. So, liebe Grillfreunde. Unsere Burger haben wir nun schön geteilt und unseren Gästen und Zuschauern zum Probieren rausgegeben. Vielen Dank nochmal an die Miriam für ihre tolle Mithilfe. Und Maiko, das ist der Mann von Miriam. Hör auf deine Frau, wie richtig Burger zu machen sind. Ja, wir werden dann weitermachen mit unserem dritten Gericht. Thorsten wird loslegen und wird den Dutch Ofen mal runter machen vom Grill und dann schauen wir uns mal die Spare Ribs an, wie sie geworden sind. Genau. Diego hat es gerade richtig gesagt. Wir haben dann nochmal eine Pause gehabt, um eben die Spare Ribs richtig fertig zu garen und haben als ersten Schritt die Spare Ribs aus dem Dutch Ofen rausgeholt und ihr seht dann später auch, dass die Knochen sich ganz einfach haben trennen lassen. Wir haben dann die Spare Ribs, eben Fleisch und Knochen, voneinander getrennt, haben dann mit den Krallen das Fleisch schön nochmal geschreddert, dass es schön in Fetzen auseinanderklabustert war. Und ich sag mal, es ist schon was Besonderes, ein Spare Ribs Burger, weil ihr kennt normalerweise das Pulled Pork, Pulled Beef, aber aus Spare Ribs ist es schon was Besonderes. Und da auch nochmal Danke an Torben, der genau diese Idee damals gehabt hat mit dem Spare Ribs Burger, mit Homemade Coleslaw. Und das werden wir auch im separaten Video eben euch zeigen, wie man auch die Coleslaw zubereitet. Weil die muss man ja einen Tag vorher machen, dass alles richtig schön durchziehen kann.
Und das haben wir jetzt auch nicht auf dem Grill-Event dann auf dem Sportfest gemacht, sondern auch das war dann vorbereitet, wie die Burgersoße. Aber wie gesagt, diese Details und diese Rezepte dann im Gericht, wenn es soweit wird, die Folgen veröffentlichen. Dann wieder unsere fleißige Helfer, die Steffi, hat dann uns bei der Zubereitung der Spare Ribs Burger geholfen. Das heißt, nachdem das Fleisch geschreddert war, haben wir erstmal mit Soße die Burger Patties oder die Burger Brötchen bestrichen, das Fleisch drauf, und ihr seht auch wieder unsere Lieblings Barbecue Soße aus dem Elsass von meinem Arbeitskollege von Lobo, die wir dafür verwendet haben. Der Coleslaw, wo dann oben auf das Fleisch drauf getan wurde und dann als Burger zusammengepresst, damit eben viele auch davon probieren können, eben aufgeteilt. Ich denke, ein absolut tolles Gericht, das verhältnismäßig mit 2,5 Stunden relativ schnell zu machen ist, nur 2 Stunden jetzt in diesem Fall. Und ihr seht auch, dass wir zwischendrin mit Barbecue-Soße die letzte Würze, also vor der letzten halben Stunde nochmal etwas Barbecue-Geschmack an die Spare Ribs gebracht haben. Ähnlich wie bei der 3-2-1-Methode, wenn ich eben diese Spare Ribs mit der Barbecue-Soße einstreiche. Wir waren dann auch beim Anrichten und beim Ausgeben leider wieder etwas in Zeitdruck, weil das Wetter uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es wurde um uns herum wieder schwarz, es hat angefangen zu regnen. Wir sind dann aber mit unserem ganzen Equipment etwas nach hinten gerutscht auf der Bühne. Daher wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, die Videoaufnahmen werden wahrscheinlich auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ja, das nur als kleines Backup, dass ihr wisst, dass sich das Bühnenbild in der Zwischenzeit da etwas mal verändert hat. Und wenn dann eben nur bis Bauchnabelhöhe wir im Bild zu sehen sind, nimmt es uns nicht krumm. Es ist eben dem schlechten Wetter geschuldet, was wir öfters mal haben beim Grillen, das schlechte Wetter. Ich glaube, das gehört mit uns zusammen. Und nachdem wir dann alles Essen verteilt hatten und die Leute sogar nochmal Nachschlag wollten und wir aber nichts mehr austeilen konnten, war das beste Zeichen, dass unser Essen sehr gut angekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn wir mehr Material noch dabei gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich der Konkurrenz am Grill vielleicht noch, oder wären wir vielleicht Konkurrenz geworden, ich weiß nicht. Ja, aber ich denke, so war es auf jeden Fall ein Erlebnis für mich. Für mich auch auf jeden Fall. Wie gesagt, mal komplett was anderes, was wir sonst als machen. Aber ich sag so, man kann sich so leicht auch dran gewöhnen, ne? Ja. An die Geschichte. Also wie gesagt, über 100 Leute, mehrere 100 Leute, die uns beim Grillen zugeschaut haben. Ich denke, das war ein Erlebnis, das wir bekommen haben. Und auf jeden Fall astrein. So, jetzt habt ihr über 2 Stunden ausgeharrt an Videomaterial, nochmal zusätzlich den einen oder anderen Input, den wir euch dazu gegeben haben. Und uns bleibt nur noch eins übrig, euch Dankeschön zu sagen für das Anschauen. Folgt uns weiter, macht Werbung, drückt die Glocke und lasst euch überraschen, was wir als nächstes machen. Und traut euch ruhig, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt oder wir bei euch vorbeikommen sollen, einfach melden. Das machen wir gern. Feuer und Flamme mit Thorsten und Diego. Bis demnächst. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is